In diesem Video werde ich euch einmal zeigen, wo man am besten ein Wohnmobil mieten kann, um durch die USA zu fahren. Hi, ich bin der Mike und auf meinem Channel zeige ich euch, wie man in die USA auswandern kann, auch ohne Green Card und wie ich es gemacht habe. Egal, ob ihr nun aus Deutschland euren Urlaub buchen wollt oder als Expert hier aus den USA, ich werde euch einmal zeigen, welche Regionen zu welchen Jahreszeiten am besten zu befahren sind und wo man die Wohnwagen bzw. Wohnmobile herbekommt. Lass uns gleich anfangen. Als erstes kommt natürlich erstmal die Frage auf, was für Führerscheine brauche ich eigentlich, um hier so einen großen Truck fahren zu dürfen, weil anders als in Deutschland zum Beispiel sind die Autos ja hier alle viel größer. Allerdings der andere Unterschied, den wir hier haben, ist auch, dass die Führerscheinklassen hier ganz anders aufgeteilt sind. Das heißt, mit eurem normalen Autoführerschein dürft ihr ein Class C Wohnmobil bzw. Motorhome fahren, sowohl als auch ein Class A. Das heißt also die großen, die schon aussehen wie kleine Busse. Das einzige, wo ihr, glaube ich, einen LKW-Führerschein braucht, sind diese Coachliner. Das heißt also die wirklichen großen Reisebus-ähnlichen Wohnmobile, die mitunter, weiß ich nicht, 3, 4 Slide-Outs haben und so weiter und so fort. Das sind die, wo ihr dann einen größeren LKW-Führerschein für braucht. Alles andere, wie gesagt, bis Class A hoch, braucht ihr das nicht. Ihr könnt mit eurem normalen Autoführerschein damit fahren. Ich würde euch nur empfehlen, wenn ihr aus Deutschland kommt, beim Straßenverkehrsamt einen International-Führerschein zu beantragen. Auch wenn den wahrscheinlich bei der Wohnmobilvermietung keiner sehen will, sondern euer normaler Kartenführerschein aus Deutschland würde da reichen. Also ich habe hier schon so viele Autos gebucht, auch damals, als ich nur zum Urlaub hier war, und auch muss ich dazu sagen, ich war ein bisschen schluderig am Anfang, als ich rübergezogen bin. Normalerweise soll man innerhalb von 90 Tagen seinen Führerschein umschreiben lassen. Ich habe mir etwas länger Zeit gelassen, weil ich eigentlich nur auf Reisen war. Ich hatte nie Probleme mit meinem deutschen Führerschein, einen Mietwagen zu kriegen. Wohnmobile habe ich damals natürlich nie gemietet. Und die ein oder andere Website, die wird euch auch danach fragen, eure Führerscheinnummer einzugeben. Da weiß ich nicht hundertprozentig, ob das so ohne weiteres mit einem deutschen Führerschein klappt. Es gibt aber jedoch auch andere Webseiten, wo ihr dort ohne weiteres mit deutschen Führerscheinen auf jeden Fall ein Wohnmobil mieten könnt. Ja, die besten Reisezeiten. Das ist natürlich unterschiedlich für die verschiedensten Regionen hier in den USA. Die USA sind ja so ein großes Land, dass man hier eigentlich alles von Küstenregionen im Norden bis Küstenregionen im Süden, also tropisch schon, Golfregion, Nordwesten, Mittlerer Westen, Südwesten, da sind überall unterschiedliche Klima vorzufinden, und dementsprechend sind die Reisezeiten, um dort natürlich den meisten Spaß zu haben, auch unterschiedlich. Also je nachdem, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass man in den Urlaub fahren möchte und es einigermaßen schön und warm haben möchte, auch eventuell ja trocken, dass man jetzt nicht, dass da vielleicht der ein oder andere dabei ist, der auch im Winter reisen möchte und hier Winter Wonderland erleben möchte, lasse ich mal dahingestellt. Aber hier in unserem In meinem Video spreche ich halt darüber, wenn man irgendwo in den Urlaub möchte, wo man es dann dementsprechend auch einigermaßen warm hat. Fangen wir an. Nummer 1, der Nordosten der USA. Also ich rede hier von dem sogenannten Bereich von New England, das heißt oben an der Grenze von Kanada, an der Küste, an der Atlantikküste runter, ich würde mal so sagen bis zum, sag ich jetzt mal, bis zum südlichen New York bzw. auch New Jersey. Das würde ich jetzt mal einfach als den Nordosten bezeichnen. Dort würde ich sagen, dass die beste Reisezeit dafür ist Juni bis September. Ja, also dort hat man es dann einigermaßen warm, schon, ich würde sagen, recht warm für deutsche Verhältnisse. Wetter ist so durchwachsen, das heißt manchmal Regen, manchmal Sonne. Ich würde sagen mehr Sonne. Schwül ja, aber nicht zu schwül, also jetzt kann man hier jetzt überhaupt nicht vergleichen wie zum Beispiel mit dem Südosten, wo wir gleich zukommen, aber doch schon sehr humid, sage ich jetzt mal, und muggy, wie man das immer so schön sagt, es klebt manchmal schön alles, und trotzdem hat man dennoch auch mal die ein oder andere laue Sommernacht, beziehungsweise je weiter man oben im Norden ist natürlich, je kühler wird das abends, aber auch tagsüber kann man dort schönes Wetter haben, und es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich selbst habe es nördlich von New York noch nie hingeschafft. Ich kenne das alles nur von Hörensagen, und meine Frau, die war früher Flugbegleiterin, die kennt die Ecke eigentlich richtig gut. Aber generell, wie gesagt, ich habe eine Weile in New York gewohnt, und da das Wetter kann man eigentlich gut vergleichen mit dem Rest des Nordostens. Nummer 2, der Südosten Amerikas, also der USA. Würde ich sagen, von North Carolina runter bis nach Florida und auch ins Land rein. Ich würde sagen, so bis ins
Ja, bis nach Tennessee, bis in westliche Tennessee oder Mittel-Tennessee, runter, Alabama, Georgia, South Carolina, Florida, das ist alles mit dabei. Und das zählt hier alles zum Südosten. Da würde ich sagen, die beste Reisezeit hier ist April bis November. Da ist es hier schon schön knackig warm. Allerdings muss man auch dazu sagen, hier im Südosten, wir sind halt hier so, naja, subtropisch noch nicht, aber schon recht weit südlich. Und hier gibt es halt jede Menge Regen, auch weil hier die Appalachen halt durchlaufen und da bleibt halt jede Wolke dran hängen und regnet ab. Aber generell muss man sagen, diese Schauer sind zwar heftig, aber die sind eher kurzer Natur und danach wird es auch wieder schön warm. Was man hier natürlich sagen muss, die Luftfeuchtigkeit ist hier, ich würde sagen, ja, so ab April, Mai, jetzt haben wir jetzt gerade Mitte Mai 2021, heute sind so gute 85 Grad, also Fahrenheit. Und die Luftfeuchtigkeit ist einfach nur schon zum Schmilzen hier, ne? Und da muss man halt für gemacht sein. Natürlich auch wie überall anders in Amerika. Hier gibt es überall ACs, das heißt also Klimaanlagen. Wenn man sich erstmal an diese Klimaanlagen Luft gewöhnt hat, dann ist das eigentlich auch recht angenehm. Und wenn man die nicht zu kalt stellt, dann kann man damit, glaube ich, ganz gut leben. Auch mit den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, die es hier so gibt. Hier in Tennessee, wo wir halt gerade wohnen, ist es halt generell so wie beschrieben. Nummer 3, der Mittlere Westen oder der Midwest. Da habe ich auch längere Zeit gewohnt, insgesamt 4 Jahre in Chicago. Das sind halt alles ja, die Great Plains, die Prärie, ja, alles flaches Land. Wird's im Winter recht knackig kalt, muss ich sagen. Also so richtig, richtig kalt, wie man das eigentlich sonst nur aus Sibirien kennt, würde ich jetzt mal so sagen. Da die beste Reisezeit, wenn man es einigermaßen warm haben möchte, ich würde sagen Juli bis September. Ja, also da hat man dann schon schöne, knackige Temperaturen. Und es kühlt sich zwar nachts immer noch so ein bisschen ab, aber tagsüber ist es eigentlich recht schön. Luftfeuchtigkeit geht eigentlich, ist nicht sehr schwül. Allerdings kann man jetzt auch nicht von super, super heißen Tagen ausgehen. Also es ist doch eher, naja, ich sag jetzt mal, mit deutschen Sommern zu vergleichen. Die beste Reisezeit da, wie gesagt, Juli bis September, weil ansonsten geht man auch schon wieder in die kalten Jahreszeiten rein. Und ich denke nicht, dass man dort unbedingt den Winter in einem Camper verbringen möchte in Chicago, sage ich jetzt mal, oder im Umland von Chicago, weil wie gesagt, da wird es super kalt und auch der Mittlere Westen ist natürlich mehr als nur Illinois oder Northern Illinois. Da geht es natürlich auch um Wisconsin und Minnesota und wie diese ganzen Staaten dort oben alle heißen. Und da wird es halt so kalt. Die einzigen Leute, wo ich meinen würde, das macht Sinn, auch im Winter dorthin zu fahren, sind halt Leute, die hier rüberkommen zum Jagen, weil dort gibt es halt noch mal den einen oder anderen Bären oder gegebenenfalls auch mal ein Rentier oder so, ja, also direkt an der Grenze zu Kanada oben. Nummer 4, Florida oder auch die Golfregion, das heißt also unten der Golf von Mexiko, ich würde jetzt mal sagen, alle Einrheinerstaaten, bis auf Texas, da würde ich jetzt nur wirklich die Golfregion zuzählen, weil Texas ist so groß. Texas hat, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Klimazonen, so ungefähr, gefühlt auf jeden Fall. Und Florida ist natürlich, je nachdem, wo man da in Florida ist, also da macht das schon einen Riesenunterschied, ob man da im Norden von Florida ist oder im Süden von Florida. Der Süden von Florida ist ja wirklich schon karibisch und wirklich tropisch. Und der Norden von Florida würde ich eher, ja, zählt halt noch mit zum Südosten dazu. Aber alle Anrainerstaaten vom Golf von Mexiko, Florida, Alabama, Louisiana, Mississippi, wie gesagt, Teile von Texas, ja, die würde ich jetzt alle mal dazu zählen. Und da, wie gesagt, die beste Reisezeit, glaubt es oder nicht, von Oktober bis Juni. Warum ist das? So, von Juni bis Oktober ist dort Hurricane-Saison. Ja, das heißt also, man kann nie wissen. Erstmal ist es super schwül, super heiß. Also wir reden hier von jeden Tag an die 40 Grad, Luftfeuchtigkeit 100%. Wirklich kaum auszuhalten, außer indoors, beziehungsweise mit Sonnenschutzfaktor 135 so ungefähr. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel 3 Monate von Juni bis August in Texas verbracht, in Galveston. Dort hatte ich einen Auftrag von meinem Hauptunternehmen, wo wir ja, uns den ganzen Sommer aufgehalten haben. Da muss ich nur dazu sagen, das wünsche ich keinem. Das ist eigentlich wie die Hölle. Man sagt hier in Amerika immer, wenn der Teufel auch Texas besitzen würde, er Texas vermieten und in der Hölle Urlaub machen. So heiß ist es da. Also nochmal, beste Reisezeit Oktober bis Juni. Dann wird es dort eher mild und mit ein paar Schauern am Tag. Aber wie gesagt, das ist halt nur mal so im Süden. Aber das sind halt ist warmer Regen. Und das ist auch, wie gesagt, nur ein kurzer Schauer einmal am Tag. Und dann ist es wieder gut. Allerdings muss man sagen, dass man eigentlich in dieser Jahreszeit, also von Oktober bis Juni,
je nachdem, wo man da ist, das schönste Leben haben kann, beziehungsweise das schönste Camperlife. Mild, ich würde sagen, so irgendwo zwischen 25 und 30 Grad tagsüber und naja, kühlt sich vielleicht so auf 15 Grad nachts ab. Aber wie gesagt, das tollste Klima und das Wasser ist immer noch schön mollig warm im Golf von Mexiko und man kann da eigentlich nicht über irgendwas meckern. Nummer 5, der Südwesten. Und hierzu zähle ich auch noch die Wüstengebiete von Nevada, Arizona, Utah, wo wir übrigens jetzt demnächst bald hinfahren. Und da würde ich euch dann mal als so einen Vlog mitnehmen. Wer da Bock zu hat, kann ja mal hier den Subscribe-Button klicken und die Notification Bell. Und dementsprechend würdet ihr benachrichtigt werden, wenn es hier losgeht. Ich werde dann mal versuchen, täglich ein Video hochzuladen, wie das so ist. Wir fahren hier von Chattanooga, Tennessee, den ganzen Weg bis nach Utah ins Monument Valley und in Glen Canyon, beziehungsweise auch zum Grand Canyon. Und eventuell mal gucken, wenn es irgendwie zeitlich hinhaut, auch noch nach Las Vegas. Im Südwesten würde ich jetzt einfach mal sagen, kann man eigentlich das ganze Jahr über hinfahren, weil es eigentlich ziemlich das ganze Jahr trocken und heiß dort ist. Natürlich gibt es da kleine Unterschiede, dass zum Beispiel im August hält man es da kaum aus, also 120 Fahrenheit, kein Problem. Also wir reden hier von weit über 40 Grad jeden Tag. Wobei dann muss man auch sagen, dass im Winter wird es trotzdem noch jeden Tag so an die 25, 30 Grad warm. Das kann man also auch noch gut aushalten. Kühlt sich natürlich, je nachdem, wo man da ist, wenn man jetzt mitten in der Wüste ist, auch im Sommer drastisch ab in der Nacht. Wobei dann natürlich es die eine oder andere Ausnahme gibt, wie zum Beispiel Las Vegas. Dort war ich mal im August. Da war es auch nachts noch gute 35 Grad warm. Lässt sich aber gut aushalten, weil die Luftfeuchtigkeit geht so an die 10% dran und dementsprechend schwitzt man da überhaupt nicht. Ist also sehr angenehm, wer das mag. Für den ist das auf jeden Fall super. Wie gesagt, ich persönlich mag es sehr und deswegen fahren wir da jetzt auch wieder in den Urlaub hin. Nummer 6, der Nordosten der USA. Hier muss ich sagen, war ich selber auch noch nicht. Kenne das also nur vom Hörensagen von meiner Frau, die da viele Trips hin gemacht hat, schon während ihrer Karriere als Flugbegleiterin. Hier habe ich mir sagen lassen, beste Reisezeit Juli bis September. Dort ist es dann schön warm und das Wetter ist so einigermaßen durchwachsen. Also man ist halt ziemlich hoch im Norden, ne? Direkt an der kanadischen Grenze, sage ich jetzt einfach mal. Die Natur dort oben ist aber atemberaubend schön. Berglandschaften, viele Flüsse, eher gemäßigtes Klima, so wie man das aus, sage ich jetzt mal, Skandinavien kennt. Soll aber einfach traumhaft sein. Kommen wir nun zu den Kosten. Das ist natürlich alles auch nicht ganz billig, muss man ganz klar dazu sagen. Für mich jetzt zum Beispiel, wir fahren von Chattanooga bis in die Wüste und zurück. Das werden ungefähr 4000 Meilen sein. Das ist von mir, ja, da träume ich schon von, seitdem ich 18 bin. Das habe ich so auch noch nicht gemacht. Wir werden hier einige Staaten sehen. Wir werden hier durch West Tennessee fahren, Missouri, Colorado, Utah, dann hinterher Arizona, New Mexico, Oklahoma, Kansas, Arkansas. Vielleicht noch ein Stückchen durch Texas und dann wieder zurück. Also das wird schon eine Himmelfahrt, aber wie gesagt, ich freue mich schon total drauf und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit dabei sein. So, wir sind jetzt eine Familie von 5, ja, das heißt so 2 Erwachsene, 3 Kinder. Wir haben uns ein RV gemietet für 7 Personen. Das heißt also, 7 Leute können dort mitfahren und 7 Leute können dort auch schlafen. Das wäre natürlich mit 7 Mann ganz schön eng. Das RV, also das Wohnmobil, hat eine Küche mit einem Ofen, einer Mikrowelle, eine Spülmaschine ist, glaube ich, nicht mit dabei. Aber im Endeffekt ist man dort gut ausgestattet. Ein Fernseher gibt es, glaube ich, dort auch drin. AC, ein Generator ist mit drin. Kosten dafür generell, ich sage jetzt mal, wenn man hier so mit 5 bis 7 Personen reisen will, für die reine Miete würde ich sagen 3.500 bis 5.000 Dollar. Da kommt es immer darauf an, was man jetzt eigentlich für ein Wohnmobil haben möchte oder ob man eventuell nur ein RV, das heißt also nur einen Wohnwagen, die sind natürlich hier auch recht groß, mietet, aber das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Also wir sind jetzt mit der Variante Typ C Wohnmobil gegangen, das heißt also mit wie man das so aus Deutschland kennt, sag ich jetzt mal ein Transporter Front, eine Kabine vom Transporter, wie jetzt zum Beispiel so ein Fiat Ducato. Hier bei uns ist es eher so ein Ford E450 oder irgendwie sowas, also schon ein Truck, sage ich jetzt mal, und dann mit Alkoven drüber und insgesamt ist das Ganze 31 Fuß lang, das heißt also ein bisschen über 10 Meter, kann sich schon Wohnmobil nennen, meiner Meinung nach. Hinzu muss man natürlich noch die Versicherung rechnen. Ich habe jetzt eine Vollkaskoversicherung genommen, die hat mich auch nochmal 1000 Dollar extra gekostet. Dafür habe ich hier Peace of Mind und brauche mich nicht sorgen, dass wenn jetzt mal was kaputt geht, dass ich dort arm werde. Zusätzlich ist es auch so, es sind immer Meilen mit inklusive pro Tag, aber wenn man dann jetzt natürlich so wie wir fahren
4 Tage fast durch, bis wir dort ankommen an unserem Urlaubsort. Wenn man dort jetzt natürlich übermäßig viele Meilen drauf macht, dann muss man natürlich für die Meilen pro Meile nochmal extra bezahlen. Ich glaube, in unserem Fall war es jetzt so, dass wir 35 Cent pro Meile extra bezahlen müssen. Und dementsprechend bei 4000 Meilen insgesamt kommen wir jetzt wahrscheinlich nochmal auf 1000er extra auch. Ne? Zusätzlich zu den extra Meilen kommt hier natürlich auch noch der Sprit dazu. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass hier in Amerika der Sprit gegenüber Deutschland bzw. Europa eher günstig ist. Trotzdem sind solche Motorhomes bzw. RVs natürlich auch Spritfresser, muss man dazu sagen. Und man kann hier eigentlich davon ausgehen, dass man, jetzt sage ich mal im Worst-Case-Szenario, nicht mehr als 10 Meilen pro Gallone bekommt. Ja, also das wird hier so gerechnet, Miles per Gallon. Ich habe das mal durchgerechnet, bei 4000 Meilen, 10 Meilen pro Gallone, bei einem durchschnittlichen Spritpreis im Moment hier, wegen dieser Spritkrise, die wir hier vor kurzem hatten, bei 3 Dollar, ja, kommen wir irgendwo zu 1200 Dollar insgesamt. Als nächstes muss man dann natürlich auch noch für die Campingplätze bezahlen. Also im Endeffekt gibt es hier natürlich auch die Möglichkeit des sogenannten Boondockings. Das heißt also, da werden wir vielleicht auch von Gebrauch machen. Firmen, große Firmen wie zum Beispiel Walmart stellt seine Parkplätze den Campern zur Verfügung, dass man dort Boondocking kann. Das heißt, wenn man auf der Durchreise ist, kann man an fast jedem Walmart in den USA einfach anhalten, dort sein Lager aufschlagen und dementsprechend kann man hier einigermaßen sicher die Nacht verbringen. Walmart möchte natürlich, dass man dann morgens sich den Kaffee bzw. das Brötchen, wobei richtige Brötchen gibt es ja hier nicht, aber das Brot oder die Stulle oder was man auch immer essen möchte, vielleicht noch ein paar Flaschen Wasser und so weiter, im Walmart kauft, bevor man seine Reise dann fortsetzt. Wo wir dann auch beim nächsten Kostenpunkt wären. Campingplätze würde ich sagen, also das, was wir jetzt so gesehen haben bei der Vorbereitung unseres Trips, kann man da, je nachdem, was man für einen Campingplatz bucht und wo der ist natürlich. Wir haben jetzt zum Beispiel für den Campingplatz am Lake Powell, haben wir jetzt, glaube ich, 65 Dollar die Nacht bezahlt. In der Hauptsaison, dort ist aber, das ist aber ein Campingplatz mit Hookup, das heißt also Strom, Wasser, Abwasser ist mit dabei. Da kann man eigentlich nicht meckern. So, dann haben wir noch weitere Campingplätze gehabt, wo kein Strom und Wasser dabei ist. Da ist es dann so, da bezahlen wir, glaube ich, jetzt pro Nacht knappe 40 Dollar plus Steuern. Ich habe aber auch schon Campingplätze gesehen, die wollen bis zu 100 Dollar haben pro Nacht. Wo wir dann beim nächsten Punkt wären: Verpflegung. Grundsätzlich ist es also so, dass hier in Amerika die Lebensmittelpreise wesentlich höher sind als in Deutschland. Punkt. Ja, da geht nichts dran vorbei. Hier gibt es zwar auch ein Aldi, aber selbst da ist es teurer als in Deutschland. Mit meiner fünfköpfigen Familie gebe ich ungefähr so 400 bis 500 Dollar an Lebensmitteln aus pro Woche. Das heißt also, wir leben eigentlich recht gesund jetzt für amerikanische Verhältnisse. Bei uns gibt es immer frisches Gemüse, viele Früchte und so weiter und so fort. Wir essen aber auch Fleisch, zumindest ich und die Kinder. Meine Frau ist vegan, was allerdings auch nicht so unbedingt günstig ist. Wie gesagt, wir geben ungefähr 400 bis 500 Dollar jede Woche aus und ich denke, das sollte man auch einrechnen für die Verpflegung, die man braucht für so einen Campingtrip, wenn man sich selbst verpflegt. Natürlich ist das noch mal wieder was anderes, wenn man hier zweimal am Tag ins Restaurant geht, dann muss man das natürlich nochmal anders kalkulieren. Aber im Endeffekt kann man sagen, 400 bis 500 Dollar die Woche, wenn man sich jetzt rein aus dem Supermarkt ernährt, mit 5 Personen in der Familie. Dann kommen wir mal zu den nächsten Punkten. Allerdings muss ich da als kleiner Disclaimer dazu sagen, das ist halt individuell von euch abhängig, ne? Also Extras. Was wollt ihr euch an Extras leisten? Ich zum Beispiel denke im Moment darüber nach, dadurch, dass wir am Lake Powell eine Woche einen Campingplatz haben, mir für diese eine Woche noch zusätzlich zu meinem Camper einen Mietwagen zu nehmen, sodass ich meinen Camper am Campingplatz stehen lassen kann und die Gegend erkunden kann mit einem Auto, sodass ich jetzt nicht jedes Mal den Camper da abbauen muss. Kosten dafür variieren natürlich, je nachdem, was ihr für ein Auto mieten wollt und für wie viele Leute ihr ein Auto braucht. Also in meinem Fall jetzt für 5 Leute. Dementsprechend, wir werden uns dem Terrain entsprechend wahrscheinlich ein Jeep mieten oder sowas. Und da bist du normalerweise so zwischen 70, 75 Dollar am Tag dabei. Für uns jetzt, ich glaube, es macht nur Sinn, jetzt für die ganzen 7 Tage das zu mieten, weil direkt an unserem Campingplatz ist halt keine Autovermietung. Das heißt, wir müssen beim Reinfahren nach Utah, müssen wir uns das schon mieten und 200 Meilen mitnehmen und dann auf dem Rückweg würden wir es wieder abliefern. Zusätzlich haben wir uns jetzt auch noch ein Boot gemietet am Lake für 3 Tage. Das hat mich jetzt gute 400 Dollar pro Tag gekostet. Inklusive Steuern und allem drum und dran kam ich da irgendwo auf 1400 Dollar oder sowas für 3 Tage.
Ich hoffe, das wird sich lohnen, weil ansonsten ist ja dort in der Wüste auch nicht viel zu machen, außer jetzt auf dem Lake rumzuschippern. Die besten Websites, um sich irgendwelche Rentals zu leihen, meiner Meinung nach, gerade für Touristen aus dem Ausland, das heißt also, wenn ihr jetzt aus Deutschland bucht, einmal Cruise America, das ist eine recht international ausgerichtete Wohnwagen- bzw. Wohnmobilvermietung. Die andere Webseite, die ich nur empfehlen kann, und hier auch nochmal ein kleiner Disclaimer, wir sind hier Affiliates, das heißt also, wenn ihr hier was bucht, dann kriegen wir einen kleinen Anteil davon, was hilft, unseren Kanal hier zu unterstützen. Und das Ganze nennt sich Outdoorsy. Ich mache hier mal die App auf und zeige euch das mal hier. Hier könnt ihr sehen, was wir hier gemietet haben für die nächsten paar Wochen. Und dort ist es halt so, das ist jetzt zum Beispiel hier so ein Type C Wohnwagen und da kann man auch nicht meckern, 31 Fuß lang und dementsprechend ja, geräumig innen drin. Ja, ich denke für unsere 5 Personen insgesamt, wobei einer auch ein Toddler ist, das heißt also ein Kleinkind, kann man da glaube ich nicht meckern. So, im Endeffekt ist es so, man kann jetzt hierher gehen und sich einfach, ja, einen Zeitraum, entweder gibt man hier einen Zeitraum ein oder man guckt sich erstmal die Wohnwagen direkt an, kann die dann mieten und über eine Kreditkarte bezahlen. Das Einzige, was ich jetzt natürlich nicht weiß, also für alle, die hier einen amerikanischen Führerschein haben, alles kein Problem. Allerdings, wenn ihr jetzt aus Deutschland bucht, ich weiß nicht, ob es diese App in Deutschland auch schon gibt und ob das klappt, eure deutsche Führerscheinnummer da einzugeben oder ob das nur mit amerikanischen Führerscheinnummern geht. Im Großen und Ganzen ist das aber eine feine Sache. Das ist mehr oder weniger hier so Airbnb für Wohnwagen bzw. für Wohnmobile. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich packe auch mal einen Link unten in die Beschreibung, dass ihr euch das auch selber mal angucken könnt. Auch zum Cruise America, obwohl wir da gar nicht mit affiliated sind. Ich wünsche euch viel Spaß im Urlaub und wenn euch dieses Video gefallen hat bzw. ich euch helfen konnte, lasst mir doch mal ein Like da. Vergesst auch nicht, mich zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerade jetzt auch vor dem Hintergrund, dass wir uns auf den Weg machen in einer Woche von heute an. Und ich euch da mitnehmen kann, euch mal das Land zeigen kann, wie ihr es vielleicht vorher so auch noch nicht gesehen habt. Bis zum nächsten Video. Bis dann.